Silber am Reckdreier. Das Geschichte 9575, wer bleibt zurück? Lilia Podkopajewa. Ihre erste Finalchance. Die Mehrkampfweltmeisterin vom Vortag. Und sie ist gut drauf. Na aber. Simona Mana führt noch 9781. Lilia Podkopajewa. Wenn sie genauso fehlerlos turnt wie im Mehrkampf, hat hier allerhöchste Chancen. Sie ist eine der zwei Turnerinnen überhaupt nur, die in allen vier Finals drin ist. Fünf bester Vorwärts hier, das will nichts besagen, es geht ja bei Null los. 100, halbe Drehung, dann Salto, gebückt, mit halber Drehung, ihr erster Sprung. Und ich glaube, sie setzt hier die erste Höchstmarke, ja so ist es, 9,8. Wenn sie noch so einen Sprung zeigt, dann war es das wohl. Dann holt sie ganz sicher eine Medaille, sage ich mal erst. Denn noch kommt dann die Chinesin Mo Huilan und Jelena Groschewa. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel dieser Sprung. Aber man muss wissen, der erste, der geht ab 10,0. Ist also ein E-Sprung. Und dieser hier ab 9,8. Beziehungsweise, ja doch. Schauen wir mal hinein in diese Bewegungsstruktur des Tsukahara. Hochkonzentriert dieses Mädchen. Überschlag ist es. Salto vorwärts gebückt mit halber Drehung. Tja, den kann man kaum nicht besser zeigen. Herrlich alles. Phasenrein, Drehung im Salto, Längenachsendrehung. Ja, 9781, was heißt das? Da haben die Kampfrichter gut.